Willkommen zurück in Minecraft und zwar gleich im Standardtexturenpack aus dem ganz einfachen Grunde, dass ich ja in den letzten Folgen erwähnt habe, dass wir noch draußen weiter quasi Rasen mähen müssen. Ich nenne das jetzt immer Rasenmähen. Und ich halt oder der Meinung bin sogar, wie ihr jetzt sehen werdet, es deutlich besser, also wirklich fast zu hundertprozentig besser zu erkennenbar ist im Standard-Texturen-Pack, als wenn man jetzt in irgendeinem anderen Texturen-Pack. Ich habe bisher noch kein Texturen-Pack weiter so gefunden. Moment mal kurz, die mache ich mal hier lieber zu erstmal. Oh. So. So, passt erstmal. Was ich sagen wollte ist, ich habe bisher noch keinen weiteren Texturenpack gesehen, wo quasi das auch gut zu erkennen ist. Ich meine mal, es gibt teilweise Texturenpacks, die wo man wirklich auch besser erkennen kann, aber halt nur nicht ganz gut. Und hier finde ich immer noch, da kann man dann hier auch willkürlich ja ernten, könnte man sagen. Und das sieht man viel, viel besser. Und ich denke mal, bevor ich jetzt hier noch weiter rumrede, fange ich natürlich hier nebenbei noch ein bisschen, bin ja gerade dabei. Wir wollen ja hier es soweit rasenfrei haben hier vorne. Und dann passt das schon, wenn ich hier das erstmal mache. Und wir können ja erstmal das Thema noch nehmen vom letzten Mal. Ich habe ja vom letzten Mal erzählt mit dem neuen 5-Euro-Schein, mit den angeblichen Hakenkreuzen darauf. Wie gesagt, man kann sich streiten oder nicht, wie man möchte. Und dann kann ich ja jetzt mal auf die Scheine an sich eingehen. Ganz viele haben ja schon gesagt, die ich jetzt halt, also in meinem Leben quasi, haben ganz viele, oder eher gesagt, wenn man eine Umfrage machen würde vom Bekanntschaftskreis und so, oder die, die man so mal über den Weg läuft oder so und die dann mal was darüber sagen. Ich denke mal, so eine Umfrage würde ergeben, dass fast 90% oder so, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, die Zahl, aber ich gehe mal stark davon aus. Ich gehe mal von 90% aus, dass viele den Schein gar nicht mögen. Weil ganz viele sagen halt, der ist, oder er fühlt sich viel zu plastikmäßig an. Viele sagen auch dazu Monopoly-Geld. Na gut, ganz ehrlich, mir gefällt der alte eigentlich auch besser. Da kann man sich jetzt, wie gesagt, drüber streiten, halt Geschmäcker halt, ne? Da kann man sich immer drüber streiten. Wollte gerade sagen, sind wir ein Skelett. Und wie gesagt, da kann man sich immer drüber streiten über Geschmäcker. So, und da setzt wieder die neue Musik ein. Die neue, Quatsch. Die Minecraft-Musik ein. Wie gesagt, man kann sich darüber streiten. Und leider ist ja der 5-Euro-Schein nicht der einzige, der folgt. Denn so viel wie ich informiert bin, werden so nach und nach dann auch die 10-Euro-Scheine, die 20-Euro-Scheine, die 50, die 100, 200 und den 500er ersetzt. Und wenn man sich mal den Spaß macht und auf Wikipedia geht. Alter, ist das ganz schön laut, oder? Warte mal. Ein bisschen leiser, Mann. Das war eben too much auf den Ohren. Und wenn man sich mal den Spaß macht bei Wikipedia, da kann man nämlich gucken, wie viele Scheine im Umlauf sind. Das ist mal so ganz interessant. Und ihr glaubt nicht, also ich hätte ja geschätzt oder ich hätte ja geraten, dass der 5-Euro-Schein, da sie ja jetzt den als erstes machen wollten unbedingt, weil der angeblich, naja, nicht angeblich, sondern auch bewiesen wurde, dass der halt, dass der öfter oder beziehungsweise häufiger den Besitzer wechselt quasi als die anderen Scheine. Also mit dem wird mehr bezahlt und so. Oh nein. Na, 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 komm her. Tot. Tot den Hühnchen. Und deswegen haben sie gesagt, wollen wir den 5-Euro-Schein wechseln, den alten. Der wird jetzt nach und nach auch eingezogen und naja. Wie gesagt, das kommt mit den anderen Scheinen dann auch noch dran. Ich meine mal, ich habe da nichts gegen. Ich meine mal, man muss halt, man hat da eh nichts zu sagen im Endeffekt, auch wenn man jetzt sagen würde,
Halb Deutschland hat aber was dagegen. Wenn man so fies ist jetzt, würde man sagen, oder werden die dann wahrscheinlich auch sagen, ja, habt ihr Pech gehabt, Jungs. Gibt zwar eine freie Meinungsäußerung, aber mitgehangen, mitgefangen quasi, ne? Also, ihr könnt ja viel erzählen, aber wir machen das jetzt einfach mal. Das ist jetzt meiner Meinung quasi nach, oder mein Sichtbild, oder wie sagt man dazu? Ja, mein Erscheinen danach. Naja. Also ich finde es nicht toll, was sie mit dem neuen 5-Euro-Schein gemacht haben, aber dazu halt, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich fand den alten wesentlich besser. So, ein neuer Morgen und jetzt können wir weiter draußen Rasen mähen. Kommt doch schon echt weit. Das ist Wahnsinn. Wie viel Blumen wir hier einsammeln, aber können wir auch hinter irgendwie so Beete oder so beschönern. Immer alles schön sammeln. Nie was wegschmeißen, das ist immer das, was ein Fehler, was man machen kann. So. Zack, 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 zack. Oh. Oh. Okay. Nee, und wie gesagt, dieser neue 5-Euro-Schein, wie gesagt, das ist halt alles so. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Scheine aussehen. Vielleicht sehen die ja wesentlich besser aus. Also mich stört eigentlich nur, dass es halt vom Material schon scheiße ist, weil es sich so billig anfühlt quasi, obwohl es ja halt 5 Euro wert ist, weil es ein 5-Euro-Schein ist, wie ich ja letztes Mal schon mal erzählt hatte. Finde ich das halt ein bisschen billig, aber naja, gut. Man kann auch nicht immer alles haben. So, machen wir das hier auch gleich weg. So, und ich würde sagen, wir ziehen mal hier gleich unsere Erde da. Ich denke mal, wir bauen das gleich auch mal gerade hier. Oh, eigentlich war das für drinnen gedacht, aber wir müssen eh nachher da hinten noch den Berg wegräumen quasi. Und dann passt sich das hier schon, wenn wir hier auch schon was mit machen. Ich meine mal, das gehört ja quasi mit dazu, ne? So. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr zu dem neuen 5-Euro-Schein haltet. Und ob ihr den Markt, ob ihr auch befürwortet, dass jetzt noch andere rauskommen. Und ja. Oh, hier ist eine Schlucht, das hat man eben gehört. Und wir wissen ja, wo sie ist. So. Ne, wie gesagt, ihr könnt da ja mal euer Statement abgeben oder wie auch immer. Ich wüsste das gerne mal, was ihr davon haltet. Oh ja, hier hatten wir ja angefangen, ne? Genau. Ihr habt angefangen, ein bisschen Sand wegzumachen. Können wir eigentlich auch wegmachen hier. So. Zack, 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 zack. Ja, es ist zwar jetzt nicht mal so spannend, aber es muss getan werden. Ich denke mal, wir kriegen ja auch noch super Sand. Dann brauchen wir auch nicht immer. Wir haben ja auch schon mal in den letzten Folgen immer geguckt. Ja, wir bräuchten mal Sand für Glas. Dann können wir nämlich das eine da mit dem Lavabecken da drüber noch weg fertig machen. Dann passt das auch. Ich denke mal, ich gehe dann auch gleich und stecke erstmal ein bisschen was an. Also nicht schon wieder Bäume, ne? Ihr wisst schon. Sondern halt den Ofen, damit Glas geschmolzen wird. So, super. Wollte sagen, jetzt haben wir keine Steine, keine Schaufel mehr, aber wir haben doch noch welche. So. Hier mache ich zu, denke ich mal. Soll ja alles seine Gewohnheit haben. Oh, komm. Was machen wir hier noch weg? So, und dann machen wir das hier noch vorne weg und dann gehen wir erstmal den Sand einschmelzen. So, alles flashen.
Ich weiß nicht, mach mal zu, machen wir erstmal zu, oder? Bevor wir hier noch reinfallen. Können das ja auch später nochmal öffnen, von daher. So. Dann kommt das hier noch weg, zack, zack. Und wir kriegen auch noch super Samen raus, wo wir dann halt auch Weizen mit anbauen können. Das ist sehr super. So. Oh, das wird doch hier eine schöne Landschaft werden. Den Berg werden wir dann gleich weitermachen, aber erstmal werde ich jetzt, wie gesagt, das Glas erstmal in Produktion geben. Ja, Hundi, ich weiß. Ist ätzend hier unten, oder? Genau. Ja, ich weiß. Oh, Eisen raus. Und wir können hier auch noch Glas einschmelzen gleich. Die können ruhig was tun. Das Eisen packen wir hier wieder rein. Genau. Ihr sagt es. Und in der Zeit, wo geschmolzen wird, wollen wir natürlich nicht nebenbei stehen bleiben, sondern wir werden draußen den Berg aberhalten, damit wir halt auch hier drinnen. Und ich habe mich jetzt auch entschlossen, also ich möchte hier draußen erstmal nicht weitermachen, sondern erstmal drinnen fertig machen, dass das drinnen super aussieht, bevor wir hier draußen machen. Es sei denn, wir werden so Berge hier abernten, damit wir auch Erde bekommen für drinnen. Dann natürlich, dann machen wir hier draußen weiter. Ansonsten machen wir da drinnen nur. Ja, ist doch gut. So. So. Oh nein, meine Katze ist aufgewacht. Die wird jetzt bestimmt gleich versuchen, wieder zu kuscheln. Nein, ich nehme gerade auf, Mausi. Aua. Ah, lass doch die Krallen drinne. Naja, so geht's aus. Sie legt sich einfach mal auf meine Beine, weil hab meine Beine beim Let's Play. Also ich sitze nicht normal. Kann ich ja mal kurz erzählen. Ich sitze ja so, dass ich meine Beine auf so einen Nebenhocker quasi habe oder so einen Sessel habe halt. Und die legt sich jetzt gerade immer mal auf meine Beine. Ja, ist doch gut. Solange du ruhig bist und mich nicht störst. Nein, nicht mit dem Kopf rankuscheln. Ja, so kann man es auch machen. Ja, ist gut. Leg dich hin, genau. Jetzt habe ich eine schöne Heizung gerade an meinem Bauch. Auch schön, weil die wird immer verflucht warm. Naja. Aber ich denke mal, jetzt bevor wir das hier machen, denke ich mal, werde ich jetzt erstmal die Bäume hier wegmachen, oder? Was meint ihr? Ich denke mal, das wäre angebracht. So, Holz weg. Holz weg. Das weg. Das weg. Das weg. So. Denke mal, den können wir auch hier ruhig wegmachen. Wie gesagt, wir werden dann hinter auch noch Wälder bauen, wo wir dann halt nichts abernten. Und dann werden wir auch noch irgendwo was bauen, wo wir dann sagen, okay, da bauen wir jetzt. Die Hölzer können wir jetzt dafür abbauen, ne? Das werden wir dann noch machen. So. So, dann werde ich hier oben erstmal. Oh. Eine haben wir jetzt noch. Und es ist ja auch gleich schon wieder die Zeit rum. Zack, da war die Fackel weg. Also ich denke mal, gleich haben wir echt mehr als genug, zumindest erstmal für den Anfang. So, und bald sind wir auch schon bei Part 70. Das müsste jetzt, glaube ich, möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube 69 müsste das jetzt sein. Wenn die nächste Folge haben wir es dann schon soweit, dann sind wir schon Part 70. Wie die Zeit vergeht, Leute, das gibt's gar nicht. So, ich mache noch, bis die Schaufel kaputt ist. Und dann sehen wir weiter. Zack, kommt alles weg hier.
Oh, gleich ist sie kaputt, die Schaukel. Und dann können wir aufhören hier erstmal. So, jetzt ist er kaputt, aber ich möchte hier noch. Oh, ein Apfel. Zack, da kann auch mit. Jetzt gucken wir mal, und es wird auch zur richtigen Zeit dunkel und die Folge endet jetzt auch gleich. Es passt sich doch gerade alles schön. Ist doch super. Dann haben wir doch wieder eine schöne Folge gemacht. Ich glaube, in nächster Folge mache ich hier erstmal den Weizen weg. Erstmal auch ein bisschen Brot nebenbei herstellen können, weil so langsam geht unser Karottenvorrat aus. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, ich weiß. So, erstmal esse ich jetzt noch kurz was. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.